Einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Wir hören dich, ja. Ja, es ist gerade, ich habe mein Audio-Device nochmal neu gestartet und dann habe ich in die Einstellung beim OBS geguckt, aber da stand dann nichts. Und dann dachte ich schon, okay, musst du jetzt mal unter den Tisch krabbeln, machst du noch ein Lied an, steckst mal USB aus und wieder ein, aber dann ist es doch aufgetaucht. Hat einen kleinen Augenblick benötigt. Benötigen Sie mal. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zur Bastelnacht. Schön gestanden! Hallöchen. Na, was geht bei euch? Schwengeldengel. Schwengeldengel. Wuhu! Ja, was ist das für eine Musik? Das waren zwei wunderschöne Tracks von Dovidas. Das kann man direkt auf seinem YouTube-Kanal konsumieren. Den einen hat er nicht ganz alleine in die Gitarre geklempert, hat man gemerkt. Und der andere dann aber doch. Und ja, mega geile Tracks, wenn ihr mich fragt. Hantil Pingu, moin moin, vielen lieben Dank. Hallo Andi Bitz, Mensch, wie die Zeit vergeht. 72 und 9, 81. Das ist ja die 9er Reihe. Ich habe ein wenig Husten im Anflug. Man möge es mir verzeihen, wenn ich heute ab und zu explodiere. Onkelchen, moin moin. Mein Sohn hat einmal zugeguckt und ruft seitdem ständig Schwengelänge. Oh je. I have to play Schwengeldengel. Papa, I have to play Schwengeldengel. Let out the impulse. I have to play Schwengeldengel. Gehen Sie in Deckung. I have to play Schwengeldengel. 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 Was so schwing dein Ding. Hey, Schniepel. Ja. Sacred ist auch so ein Spiel, wo die Zeit weggelaufen war, bevor man spielen konnte. Verdammte Axt. Aber es war schön. Es hat einen schönen Flair verbreitet, ohne dann es zu schaffen, die Nadel in die Haut gestochen zu bekommen. Ja, verstehen Leute, die das Spiel kennen. Besser nicht, explodieren gibt immer eine Sauerei. Möglicherweise. Vielleicht habe ich mich auch erkältet, war gestern noch in Prager, über 2 Stunden auf Interlagos unterwegs. Verdammt ist das schwer, eine Runde zusammenzukriegen. Verdammt, verdammt. Hey, guck mal, hier sind ja noch Akkus. Ich hätte mich schon gefragt, wo die sind. Apropos Nadel, wie ist der Mund? Ja, Klemme, Klemme nach wie vor vorhanden. Ganz schlimm. Ätzend. Mann wird zu kleinem Kind, wenn er essen muss. Ich weiß nicht, was der Sache ist. I don't understand. I don't have a spell ready. Kmelo hat sich das T248 bestellt. Komm Montag, freust dich wie Bolle. Geil! Newstinger, eine Frage hast du. Eine Frage erlaube ich dir. Hallo Mario-Fan. Was hat der Fieser aus Friese geschrieben? Du musst Ed Ravioli schreiben, dann wird das auch hervorgehoben. Das ist dann einfacher. Hat die nicht mal was gebastelt, wo Alexa einen Sound abspielte? Ach so, Alexa, bestell Fatima, tralala. Cracky benötigt Firmware-Update. Gibt's nicht. Ist jetzt vorbei. Du meintest mal, das ASRock B55 Steel Legend wäre nicht so dolle, oder? Ich sag's mal so, auf dem Papier ist das genauso toll wie das Extreme und auch das Tai Chi ungefähr. Und das Velocita natürlich. In der Praxis hab ich halt den fatalen Fehler gemacht, zu viel auf RGB-Optik zu setzen bei Beasys Discodrom-Iteration V2.0 und habe 4 RGB-Module verbaut und das ging ziemlich in die Hose. Aber ich glaube, so in der Summe mit aktuellem BIOS und dann normaler RAM-Bestückung und so ist es sicherlich völlig in Ordnung fürs Geld. Finde ich das eigentlich ziemlich in Ordnung. Das erste Mal, dass ein Kind Ravioli schaut. Gerade mit 11 Jahren kennengelernt. Oh Mann, ey, und da haben wir rumgeflucht wie die Idioten. Hier 100. 100 Bits! Danke, Marco! Und danke, Grimlin, für den Prime-Sub und der Dashi. Danke für 57. Ich habe heute extra die Kamera ein bisschen mehr abgeblendet, damit Gronkh mehr sehen kann von dem Etablissement hier. Ja. Bitte, Erik, gern geschehen. Kannst dich austoben. Aber jetzt sieht man das Geflimmer von dem Dings da oben, sieht man mehr. Muss man hier so. Guck mal, da oben sind auch Euroboxen. Ich habe mehr Euroboxen-Spiele als das Binarium in Dortmund. Da waren wir nämlich heute. Es ist ein kleines Museum. Das macht aber leider Anfang Dezember macht es zu. Also wenn man so ein bisschen an Videospielgeschichte interessiert ist, dann ist das eine gute Möglichkeit, wo man sich ein bisschen die Zeit vertreiben kann. Sehr nett da. Kannst du bitte mal darauf eingehen, was das mit Gronkh zu tun hat?
Ach, da hat sich nur die Twitch Clips Germany, wo ich anmoderiert hat, angesehen und hat erstmal Standbild gemacht bei meinem Etablissement hier und hat versucht, Dinge zu erkennen. Das ist alles. Meiner ist 9, liebt zocken und Quatsch erzählen. Sehr gut. Was haben wir heute Schönes vor? Nichts Konkretes. Zu viele Pläne, zu wenig Energie. Vielleicht löte ich mir ein Netzteil, beziehungsweise löte an ein Netzteil Kabel dran, um den Retro-PC mit der Voodoo 5 hier wieder ein fiebfreies Leben einzuhauchen. Das war so eine Idee, die ich auf jeden Fall habe. Heißt Cracky schaut Gronkh. Der Alpha Hero hat mir einen Clip gesendet aus dem Livestream, wo er das darauf reacted hat. Er wollte deinen Namen merken, reinschauen, wer weiß, ob er da ist. Ja, gut. Kann man jetzt nicht so pauschal von ausgehen. Aber ich dachte mir schon, ob ich ihn auf X anschreibe, so von wegen, ey, yo, soll ich mal High-Res-Foto machen? Kannst dich austoben. Naja, war witzig. Ja, es ist lustig, ja. Kann man sich gut die Zeit vertreiben, ja. Steht außer Frage. Ich wünschte, ich hätte auch so viel Zeit, um diese Ruhe zu haben. Aber diese Ruhe habe ich nicht. Ich habe mir das falsche Hobby ausgesucht. Ich habe mir das falsche Hobby ausgesucht, wo die Leute zugucken. Hat Alpha Hero das mit Ravioli erwähnt? Der hat mir einen Clip geschickt halt. Ich bin ja so mit ihm. Also so. Deine Meinung zum neuen Be Quiet Luftkühlern oder hat die jemand? Ich habe tatsächlich einen Darkrock Pro 5 hier. Haben sie mir zugeschickt netterweise. Danke, Be Quiet. Weltklasse. Benchmark hat echt nichts mit Ruhe zu tun. Weil du machst es eh immer falsch. Im Nachgang merkst du eh immer, oh, wieder was falsch gemacht. Was ich nur sagen kann, wenn ich dann auch mal die Motivation hätte, ein Singleplayer-Spiel der modernen Zunft zu spielen, rein theoretisch würde so ein Shadow of the Tomb Raider 1440p-Stream von meinem Hauptsystem enkodiert über die ARC A380, die da jetzt drinsteckt, würde aussehen. 18.000 Kilobits, very slow setting, subjektive Verbesserungen aus, weil die machen es meiner Meinung nach nur matschiger, die machen das nicht schöner, das Bild. Und there you go. Da hast du deine ARC AV1 Settings für YouTube. Da geht die Post durch die Decke. Gestern ein paar Testaufnahmen gemacht. Mach doch mal eine Stunde. Ja, konsequenter Luftkühler-User. Man müsste eh mal wieder ein bisschen die Werbetrommel für Luftkühler rühren, weil Internetpräsenz besteht nur daraus, 14.900K, AIO drauf, 4090 oder 7950X3D oder 78X3D, wenn jemand noch Verstand hat, AIO drauf, 4090. Internet besteht nur noch daraus. Und immer Zweikammergehäuse, die extra breit sind mit Doppelglasfront. Das sind die Rechner heutzutage. Die sehen alle so aus. Und die vernünftigen Leute, die sich ein 13.600K einbauen oder halt, ja meinetwegen auch ein 78X3D, den kannst du genauso easy luftkühlen. Genauso easy. Aber die gesamte Präsenz im Netz ist halt immer nur noch Bums. Einfach nur Wumms. Und dann hast du diese Shorts von diesen Amerikanern, die dann sagen, nee, wir haben natürlich auch nicht geklotzt hier. Wir haben auch die CPU 7950X3D von Ryzen. Was? Von Ryzen? Wer ist denn Ryzen? Ha! Wenn das dann so schreit, so, ich habe keine Ahnung, die CPU ist von Ryzen. Ja, mein Board ist von ROG. Haha, natürlich. Am Arsch, ey. Versteht ihr, oder? AMD ist der Hersteller. Nicht Ryzen ist der Hersteller. Ja. Nicht jetzt hier. Ha, da könnte ich steil gehen. Und damit Handschuhen. Naja gut, müssen die wissen. Sieht ja so toll aus. Alles für die Show, Baby. Gut gemacht, es werden Emotes an die Supporter ausgeliefert. Viel Spaß damit. Alles Copy-Paste-PCs. Es spricht ja nichts dagegen, eine AIO zu nutzen und dies und das. Aber es ist halt einfach nur das. Es ist nur das. Was meinst du genau? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer Ryzen ist. Ich kenne Ryzen nicht. Ich kenne Ryzen als Hersteller nicht. Das ist so, als würde ich sagen, Moment, kann man das irgendwie projizieren? Mann, du kannst es auf Autos nicht übertragen, weil es da gibt es eben nur zwei Bezeichnungen. Auf Autos übertragen ist schon schwierig, oder?
Genau, ich fahre den Vierer von Golf. Ja. Was fährst du für ein Auto? Den Vierer von Golf. So, ja, das funktioniert zum Beispiel, ja. Ja. Das ist ja die Produktbezeichnung 7950 X3D und die Produktserie ist ja der Ryzen-Prozessor. Ja. Aber ich fahre den Vierer von Golf. Ja. Ja. Regal! Gibt es eine Menge Firmen, die was mit Ryzen zu tun haben, ja. Let's Ryze. Immer die IO braucht kein Mensch. Ja, IO braucht kein Mensch. IO sieht ja hübsch aus und kann ja auch jeder IO machen. Nur halt die Präsenz in Sachen Luft ist halt überhaupt nicht mehr da. Das ist so. Also das ist einfach nur noch extremer geworden. Das ist einfach alles noch nur noch der gleiche Bling-Bling-Abwasch, der einen Haufen Geld kostet, ohne dir effektiv mehr zu bringen. Pauschal. Einen Haufen Geld kostet. Und wenn du selber User bist, vielleicht sogar einen Haufen Ärger einhandelt, weil du Fummelei hast. Mit RGB-Verkabelung und zwei Kammergehäuse, was zugestaubt ist und du kommst nirgendwo dran, ohne alles auseinanderzubauen. Also, ich tue mir echt schwer. Ich habe jetzt quasi die Möglichkeit, von FSP an so ein Case zu kommen, an so ein Zwei-Kammer-Case. Aber sie wollen mir kein Netzteil schicken. Darf ich das jetzt so offensiv sagen? FSP, das ist einer der dicksten Hersteller überhaupt. Und wenn die eins machen, was gut ist, dann sind es Netzteile. Warum ist da kein Netzteil dann dabei? Aber diese zwei Kammergehäuse, wisst ihr, diese, wie halt Lian Li, hier, dessen Namen ich vergesse, und auch dieser Corsair, dieser Breite, die halt mehr breit wie hoch sind fast. Und wo dann halt die eine Kammer ist, wo das Netzteil hängt, eventuell noch Platz ist für ein paar Laufwerke und der ganze Kabelwurst. Und da hinten, da sauber machen, geht halt gar nicht. Und dann hast du diese Doppelglasfront, dann kommt Luft unten rein, Luft von der einen Seite und Luft oben raus. Die sind halt sperrig wie die Sau, teuer wie die Sau. Belüftung mag ja super sein, das steht außer Frage. Die Belüftung funktioniert in den Dingern, aber die Wartung an solchen Möhren, oh mein Gott. Genau, 011, ja. Heidenei. O11, ja. Kannst du alle zwei Jahre neues Gehäuse kaufen und dann ziehst du am besten alles komplett um. Ich hatte ja einmal den O11 hier, der irgendwie zwei Jahre alt war, wo derjenige dann ein neues Netzteil eingebaut hat und die Kabel nicht getauscht hat und dann war die AJO kaputt. Und ich dachte mir nur, da habe ich ja versucht, das Ding ein bisschen sauber zu machen. Es war ein Albtraum. Es war ein absoluter Albtraum. Also, Wartungsfreundlichkeit ist wie moderne Autos, wo alles zugebaut ist. Ja, wir müssen eine Glühbirne wechseln. Ja, schreib mal 2 Stunden auf. Vielleicht kommen wir da vorne dran, brauchen wir noch Spezialschlüssel für. Müssen wir erst die ganze Plastikscheiße wegschmeißen. Aber das war einmal hinten rum und dann von unten und seitwärts durch den Radkasten. Da gab es immer so wilde Dinger, aber auch bei alten Autos gab es das schon. Bei der Ente war das doch. Bei der Ente. Bei der Ente war in irgendeinem Auto-Review-Video, war das ein absoluter Graus, irgendwas Kleines zu tauschen, weil man irgendwie die komplette Bremsanlage ausbauen musste oder so. Kannst du einen Kran im Bastelzimmer installieren? Ja, ja, so müsst ihr so die Steuerung runterhängen. Das wäre geil, ey. Beim Birnenwechsel muss der Scheinwerfer raus, um den Scheinwerfer zu tauschen, muss die Stoßstange ab, Audi A6. Ja, okay. Ja gut, ist halt natürlich irgendwann dann immer so ein bisschen so, dass, ne, wo dann das Design die praktikable Seite auffrisst. Und gut, dann bezahlst du es halt auch. Ist dann natürlich so. Also, ich sag mal so, Heckleuchten da musste ich ran beim Panda damals. Das war tatsächlich ein bisschen fummelig, die rauszukriegen. Da habe ich mir auch im Internet ein Tutorial angeguckt und das war auch nicht so easy, das sauber schadenfrei zu bewerkstelligen, weil diese Steckpömpel halt sehr gut steckten. Aber beim Kubo zum Beispiel, der entspricht ja auch dem Citroën Nemo und dem Peugeot Bipper. Das ist ja das gleiche Auto. Das ist quasi der Fiorino, dieser Kastenwagen. Das ist ja unser Familienschlitten. Das ist easy. 2 Schrauben hast du das ganze Element in der Hand. Stecker ab dafür. Heck geht dann halt easy, ne? Aber, ja. Das schnell für Motor ausbauen, Bündchen wechseln, Motor wieder einbauen. Beim BMW kostet der Birnenwechsel 98 Euro für eine.
Mein Autohändler hat mich jetzt nur den Radwechsel bezahlen lassen und hat mir die Bremsbirne neu gemacht. Die sind jetzt alle nach, der Reihe nach kaputt gegangen. So nach 11 Jahren passiert das dann halt mal, ne? CMT 380B, ich weiß es jetzt aus dem Kopf nicht. Schon. Real Schutti. Real Schutti. Vor 56 Monaten war der Sleeper-Gehäuse bei Phobis noch auf dem Titelbild der Werbung. Gefühlt, ne? Sehr gut, ja. Netzteilbereich voll mit Kabeln, ja. Ja, das ist halt bei den normalen Tower-Gehäusen, die dann ein bisschen länger sind, dann verteilen sich halt diese Netzteilkabel, wenn du es ein bisschen Kabel managst, die verteilen sich halt komplett auf der Rückwand, sag ich mal. Und außer, dass sich dann da ein bisschen Zugstaub dran an den Kabeln selber festbeißt, den du halt mal eben wegsaugen kannst oder wegpinseln kannst, hast du da halt nichts. Aber wenn du natürlich so ein Geflecht hast, so ein Konstrukt aus Kabelspinnenweben, ja, die freuen sich. Die bleiben da drin hängen. Autobatterie ganze 11 Jahre gehalten. Geil. Der Panda fährt da eigentlich mit Eukalyptusbart. Wenn es brennt, Vega. Neue Serie Highscreen-Sleeper. Ja. Ich meine, ich bin pauschal daran interessiert, an dem Case, aber schade wegen Netzteil, weil FSP ist eigentlich ein mega Netzteil-Lieferant, Hersteller. Also, bisschen ärgerlich. Vansittra Saxo. Nicht schlecht. Aber nicht der, den Micha über den Ring geprügelt hat. Crazy Dog, einen wunderschönen guten Abend. Servus. Autohaus, DB. Audi, VW, BMW. Guten Tag. 100 Euro welcher. Hallo! Wie kann ich Ihnen helfen? Kaching! Ich glaube, das ist Absicht, nur um irgendwie noch durch Reparaturen Geld zu verdienen. Ja. Über den Sachsenring bist du damit gedüst. Wie geil ist das, die so ein bisschen Achterbahn-like ist? Mit diesen blinden Kurven? Wo das so hoch und runter geht und zur Start und Ziel dann links bergauf? Wo es ganz schwer ist, die Traktion am Hintern zu behalten. Die macht auch Bock. Die ist echt gut. Mein Auto bekommt jedes Jahr einmal 9 Liter Öl. Holy. Ja, okay. Fährst du ein LKW oder was? Ich weiß gar nicht, wie viel ist da drin? Das ist eine coole Strecke. Da war schon ein Race Room ja gefahren. 20 Liter im LKW? Ford Mustang. Ah ja. Ja gut, ne? Das ist das halt. Darum gerade im Straßenverkehr, klar fahre ich kleine Autos. Man muss ja irgendwo sehen, wo man bleibt. Wenn du dann zwei Autos unterhältst, so ungefähr, dann kannst du halt nicht sonst noch was treiben. Also. Das geht nicht. Dann kannst du halt nur das Hobby haben. Dann hast du aber auch nicht so einen Raum, der so aussieht. Die Uhr im Gameboy ist immer noch nicht eingestellt. Soll ich mal den Wecker, soll man die mal einstellen? Sebring Top Split Platz 3 gemacht, von 7 gestartet. Sehr gut, Mehmet. Pueblo. Hey Cracky, würdest du für eine 79 XTX ein 4K oder ein 1440p Monitor nehmen? Was immer dir beliebt. Was dein Geldbeutel hergibt. Heutzutage musst du eh skalieren, ob du in Full HD spielst oder in ne? Das ist der Alarm. Den haben wir jetzt angemacht. Wo stelle ich die Uhr ein? Da. So. Ah, das ist PM, AM. 22:56 passt. Sollen wir mal Alarm machen? Oh, Alarm. 22. Namens stinkt hier. Grüße dich. 58. Alarm ist an und dann geht's gleich ab. Ja gut, UWQAD ist natürlich ein anderes Bildformat. Kommt drauf an, wie viel Platz man auf dem Schreibtisch hat, wie man es handhaben möchte. Aber die ganzen Skalierungsoptionen, das hilft ja alles schon bei den modernen Titeln. Und ja, ich habe ein 4K-Display. Hab's auch mit der ARC betrieben. Alarm! Ja, geht gleich ab.
Geht gleich der Post durch die Decke. Leider hier, kein Modulschacht. Ist alles, it's all fake. It's all funny till somebody uses it, loses an eye. Schön mit diesen Aufstellern, ne? Aber dass sie das auch hier, das Detail gemacht haben. Ich hatte früher mal so ein Akku-Pack, das war so. Oh. Toll. Ja, und Wackelkontakt das Ding auch. So macht man den dann aus. Scheiße. Oh Mann, ey. Und ich habe den ewig und drei Tage eingepackt gehabt. Wie ging das denn jetzt noch? Link zu Amazon. Keine Ahnung, den kriegst du bei Müller zum Beispiel. Lieblings-Gameboy-Spiel. Mario Land, das erste. Ey, ich will die Minuten auch einstellen. Wir gehen auf 59. So, wie ging Datum? Keine Ahnung. Das ist der Alarm. Kann nicht so schwer sein. Monat. Tag. 11.11. Alarm aus. Juhu, wieder eingestellt. Wahnsinn. Thema Gameboy-Uhr einstellen. Ach, scheiße. Nein! Mann, was ist das für ein Kack? Oh. Come on! Reparieren jetzt. Ja, nee. Nee. Einfach nichts mehr machen. Fabs, danke dir. Lassen Sie es. Ja, ich wollte ja hinstellen, aber es ist leider umgekippt. PM, nee, ich will aber normal, ich will unsere Uhr. Ich will jetzt unsere Uhr. Das verstehe ich noch nicht. 19 Uhr jetzt. Nein. Ach so, erst macht man das Zeitformat. Also erstens fragt er nach dem Zeitformat. Dann fragt er nach den Minuten und ta-da-da-da und sa-da-da. So. Nichts mehr machen, Cracky. Beim nächsten Mal kannst du Gameboy-Spiele spielen. Ja, wahrscheinlich. So, der nächste Versuch. Danke, Matt Bob. Cracky, dein Gameboy läuft richtig. So, ich weiß nicht, was mit den Akkus hier ist. Vielleicht lade ich die noch mal. Bevor man sie wegtut. Voll die Milch, ey. Geht ja voll ab, die Milch. Das ist ein Feature. Snooze forever, ja. Schmeiß einfach um, ey. Dass der Be Quiet Dark Rock Elite eine TDP von 280 hat. Ist das richtig? Keine Ahnung. Was ist denn nun wieder der Dark Rock Elite? Kann man dir Fragen stellen bezüglich Grafikkarten? Kann man machen. Aber Achtung, ich könnte subjektiv wahrheitsgemäß antworten. Woran hat er am Ende gelegen, ja? Ich meine, ich habe einen 13.900K mit KS, mit einem ganz vergleichsweise kleinen Luftkühler. Ach, mit Deckel. Oh. Elite. Er hat versucht, die Uhr einzustellen. Ja, ja, ja. Nobody does simply... Put an alarm in the clock on the table. And therefore you have a problem. Warten Sie mal so. Auch nervig, diese Standard-Ladegeräte, dass die immer paarweise laden müssen. Paar.
Warte! Danke, Happy Buddha! Ich, wenn ich Plastik sehe, Alarm. Ich habe mich erschrocken, wie viel Kunststoff beim Apple II verwendet wurde. Dass das ganze Case so kunststoffig ist. So. Habe ich mal aus der Nähe jetzt gesehen. 7.8 XT oder 4070. Eieiei, ärgert man. Zwischen den beiden. Die 4070 bekommst du doch nicht für den gleichen Preispunkt, oder? Die 4070 hat nur 8. Ich dachte, die haben 12. Haben die nicht 12? Die hat doch nicht. Hat die nur 8? Nee. Die hat doch 12. Ich glaube, ich 650 die Founders, ja. Für einen Huni weniger kriegst du die Radeon. Schwierig zu vergleichen. Die 4070 ist halt die komplettere Karte, weil sie auch effizienter zu Werke geht. Also. Geben und nehmen sich beide nicht so viel. Klar kann die Raytracing, aber. Featuremäßig können die das, klar geht, aber es ist schwierig, da was zu empfehlen. Ich persönlich würde wahrscheinlich eher ein bisschen geiziger sein und die Radeon nehmen, weil ich das auch schon einen Haufen Moos finde für eine Grafikkarte. Aber ja. Du wolltest schon immer eine Nvidia haben. Ja, dann go for it. Warum fragst du mich? Dann tu es. Tu es. Conjure 81. Danke dir für 4. Weltklasse. Macht eine 4060 für ein 120 Hertz TV in 4K Sinn? Wenig. Weil hohe Auflösungen brauchen tendenziell auch immer mehr Bildspeicher und da hat die 4060 nicht gerade viel von. Würdest du eher über CPU oder GPU zum Streamen empfehlen? Also Streaming über GPU, wenn wir jetzt ganz normal bei Twitch sind, also H264, wenn du eine Nvidia hast, definitiv GPU. Bei Intel kannst du beides machen. CPU wird tendenziell wahrscheinlich ein bisschen besser sein. Bei AMD auf jeden Fall CPU. Auf YouTube ist das dann wieder eine andere Sache. Mit HEVC-Encoder, dann würde ich wahrscheinlich immer GPU machen. Egal, welcher Grafikkartenhersteller es ist. Und wenn die Grafikkarte AV1 kann, dann natürlich AV1 benutzen. Hat Intel jetzt nachgebessert mit den Treibern im Jahr 2023? Redest du jetzt von den Grafikkarten oder was? Also es kommen konstant Updates raus für die Karten, für die ARCs. Ständig neue aktualisierte Game One Daily Drivers und teilweise immense Performance-Sprünge, die sie da bei älteren Titeln versprechen, wo es halt wahrscheinlich vorher richtig gekrankt hat. Es ist natürlich immer noch so, dass du mit den ARCs nicht 100% der Spiele problemfrei spielen kannst. Ist einfach so. Aber die sind dran. Und ich denke mal, irgendwo gibt es vielleicht auch die Hardware nicht so ganz her, dass man es nicht ganz mit der Software ausbügeln kann. Ihr müsst ja wissen, jede Hardware hat ja Fehler. Jede Festplatte, die du kaufst, hat Fehler. Die werden halt nur ausgeblendet. Na, da ist der Türsteher, der sortiert die aus und das ist dann so. Und jede Hardware hat Bugs und Fehler und die müssen halt irgendwie umgangen werden. Und so wird es bei der ersten Grafikkartenauskopplung von Intel natürlich auch sein, dass die Bugs haben ohne Ende. Und die dann halt mit dem Treiber da drumherum rudern müssen. Ne? Und das dann halt für Spiele dann anpassen müssen und dann läuft es dann. Aber generell, gerade die ARC A750, auch wenn sie nur 8 GB hat, ist ein sehr attraktives Angebot für 230 Euro. Als Sparbeutel-Grafikkarte mit coolen Features. Die Skalierung von Intel ist sehr, sehr gut. Das XeSS, das macht einen tollen Job. Ist besser auf jeden Fall als FSR.
Und da kann man ganz gut was mit abfangen. Mal sehen, wie die nächste Gen läuft. Ja, hoffentlich bleiben sie dran. Lockenlutz, hurra, endlich 16. Juhu. Was darfst du denn jetzt? Darfst du jetzt bis 24 Uhr draußen sein? Reicht ein 120er Lüfter in der Front und im Heck, wenn dein Dach vom Gehäuse warme, aufsteigende Luft rauslässt, dann reicht das. Darf man hier was zum Kauf anbieten? Besser nicht. Besser nicht. Wir haben auch keinen Marktplatz auf dem Discord. Dann bitte in einschlägige Foren gehen, wo es Marktplätze gibt. Voodoo Alert Forum, was weiß ich nicht was. Oder halt einfach eBay verticken. eBay funktioniert, denke ich, mit am besten. Ja, wenn du jetzt keine Gebühren mehr zahlen musst, musst du es dir nur merken, falls Herr Fiskus kommt und sagt, sie haben da was bei eBay verkauft. eBay ist Mist. Ja, in der Tat, eBay ist Mist. Der Inverter für den Monitor ist noch nicht da. Ich habe schon angemerkt, hallo, wie sieht's aus? Wo ist der? Hast schon verschickt? 42 Euro. Angeblich per Päckchen. Ja. Eine Sache, die mich beim eBay-Verkaufen stört, ist tatsächlich, ich biete eigentlich nur Paketversand an, aber trotzdem können die Käufer bei kleinen Artikeln und kleinen Beträgen können die Verkäufer Päckchenversand wählen und Päckchenversand ist nicht versichert. Und dann bist du als Verkäufer in der Pflicht, ne? Das ist doof. Also frankiere ich die immer als Paket, aber verliere letzten Endes dann 60 Cent oder so. Ist halt so. Wer regelt das? Naja, der Weihnachtsmann, der Coca-Cola-Truck, der bald kommt. Und die Geldgier von den Herrschaften da. Die haben sich jetzt alle gespart und dann ab dafür. Und dann ab dafür. Bei eBay Betrüger, um dir die E-Mail klauen. Okay. Ja, vielleicht habe ich auch einen Fehler in der Einstellung. Kann auch sein. Das weiß ich nicht. Das sind Marktplätze auch tot. Es gibt nur noch schwarze Bretter, damit die Forenbetreiber keine Auskünfte an die Behörden weiterleiten müssen. Ah, okay. Siehst du mal. Ja, ich war schon lange nicht mehr da unterwegs. Also bei mir ist DHL sehr, sehr zuverlässig im Moment. So schnell wie noch nie. Und auch die E-Mail-Benachrichtigung und so, das klappt echt super. Also die Tage jetzt ein Paket dann von Amazon, von Alternate bekommen, wo ich lange drauf gewartet habe, weil erst war der RAM nicht da, dann war ein anderes Teil nicht da und dann habe ich gesagt, dann mach das doch anders und dann ja, okay, machen wir und dann ging es dann raus und dann den Tag, als dann kam, war da keiner zu Hause und dann habe ich dann die Benachrichtigung bekommen, ja, du bringst in die Filiale, können sie ab morgen abholen. 2 Stunden später habe ich die E-Mail bekommen, ja, ist in der Filiale, kann abgeholt werden. Das war schon ganz gut. Da muss man mal gucken. Was macht Sohnemanns Racing Week? Ja, der Rechner steht leider immer noch hier. Er hat es jetzt nicht runtergeschafft. Wie gesagt, waren wir heute in Dortmund. Ja, da Apple II aus der Nähe gesehen, war schon ganz cool. Ich habe auch mal ein C64-Spiel geladen. Von Diskette, vom Floppy. Kann man viel ausprobieren, aber es schließt leider Anfang Dezember. Binarium nennt sich das. Ist mal ein Ausflug wert. Relativ kompakt, aber kann man ein bisschen daddeln, kann man ein bisschen gucken. Ist schon ganz gut. Meine Schmerzgrenze bei Grafikkarten lag immer bei 300 Euro, da wirst du noch warten müssen. Ja, kommt halt drauf an, was man jetzt hat, ne, und wo man hin will. Und in der Regel, das siehst du ja auch immer nur in den Tests, ist ja dann immer Ultra-Einstellungen, immer nur das Dickste vom Dicken in Sachen Grafikqualität. Und dann sind natürlich die FPS entsprechend schlecht. Und dann laufen dann kleine Karten relativ schlecht und so. Aber das ändert sich ja meistens, wenn man auf hohe Settings geht oder so eine Mischung zwischen Mittel und Hoch macht. Natürlich, klar, jeder will die Spiele immer in der bestmöglichen Qualität genießen. Aber ja. Ist so eine Sache. Schon mal Hermes probiert. Hermes bietet ein versichertes Päckchen an. Das mit Sendungsnummer auch versichert.
Ja, aber eBay, soweit ich weiß, ja, bietet Hermes an, das stimmt, ja. Aber Hermes, ich will. YOLO, danke dir für den Prime-Sub. Ich möchte halt selber keinem Hermes antun. Ich möchte halt selber keinem die Laufzeiten von Hermes antun. Was hältst du von Linux und Gaming aus Tanks Sim Racing? Gar nichts, habe ich keine Erfahrung mit. Weiß ich nicht, ob ich mir den Stress antun will. Also, Hermes ist halt sehr unberechenbar. Kommt halt irgendwann. Und dann sind sie da und dann zugestellt an Empfänger und dann steht das Paket vor der Tür. Ja, hat der ja auch schon geschafft. Haben alle schon geschafft. Aber. Medium Settings, was ist das? Nie gehört. Aber DLSS nutzen. Genau mein Humor. Weil sieht ja besser aus. Da muss ich das noch oft genug sagen. Nein, ist ja gut. Grüß dich, Knorro. 404 Gaming, danke für 59. Gleich letzte Tour. Weltklasse. Tu es. I like Native. Ja, aber Native ist ja nichts mehr drin. Native geht ja gar nichts mehr. Ja, das ist doch gut, dass Linux Gaming so Sprünge gemacht hat. Das Problem ist ja, ich komme ja noch nicht mal zum normalen Gaming. Bitte bemitleiden Sie mich. Drucker-Testseite. Beide scheinen zu rauchen wie ein Schlot. Ah, ist auch fies. Das ist fies, wenn der ganze Paket dann danach stinkt oder so. Du wirst überlesen. Das ist Streamer Vision. Ich frage mich, wie Gronkh das immer macht. Weil bei ihm rattert der Chat ja noch ein bisschen mehr durch, als das hier der Fall ist. Und der pickt sich halt auch einfach irgendwas raus, was er dann liest. Aber währenddessen entgehen ihm natürlich 50 Nachrichten, ne? Aber die Nachricht, dass man dann sich beschwert, dass man überlesen wird, die wird dann gelesen. Jetzt könnte ich natürlich so nett sein und hochscrollen. Um dann wahrscheinlich nichts mehr zu finden, weil es schon zu lange her ist. Habe mir einen Monitor zum Arbeiten gegönnt. Schön. Glückwunsch. Was soll ich? Soll ich? Glückwunsch. War es das? Er hat Moderatoren, die ihm die Nachrichten zuweisen. Achso. Moderatoren. Moderatoren. Nimmt der PCIe 5 NVMe-Steckplatz weg, Lanes weg bei der Graka. Kommt ganz aufs Mainboard an. Kommt ganz aufs Mainboard an, wie der das handhabt. Intel hat aber dann manchmal auch so Combo-Steckplätze, wo man dann beides machen kann. Stimmt doch gar nicht mit den Moderatoren. Wie findest du ihn? Weiß ich nicht. Ich kann ja nur den Namen lesen. Also ich, ja. Was soll ich dir dazu sagen? Also Datenblatt, ich kenne das Gerät nicht. Du musst ja zufrieden sein. Das ist ja das. Also, ja. Wo sind meine Mods heute eigentlich? Weiß nicht, ist ruhig geworden, ja. Keine Ahnung, vielleicht im Urlaub, vielleicht krank, keine Ahnung. Nicht so schlimm. Ihr könnt euch ja größtenteils bewegen. Bewegen. Er wollte benehmen sagen und sprach bewegen aus. Also. Und gerade Magdeburg bei Intel, kein angenehmer Bauherr. Mi, 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 mi. Ich finde das eh immer geil, wenn Architekten sich so treffen. Wenn Architekten sich dann so treffen. Und poliere und so. Und dann hast du diese Trauben von Menschen, die dann da rumstehen und Dinge planen. Und wenn du dann als Externer diese Traube von Menschen kreuzt, schauen die dich an wie ein Alien. Die haben irgendwie diesen Blick, dass du ein fremdartiges Wesen bist. Und da gehen dann schon so, da ist schon das Ausrufezeichen, ist schon gelb. Das ist schon kurz vor Angriffsmodus. Das ist schon kurz vorm Rotwerden, kurz vorm gleich greifen wir ihn an. So frei nach dem Motto, was will der hier? Was soll das? Er klaut unsere Jobs.
Ist ganz komisch. Ganz, ganz komischer Menschenschlag. Dofdorn, danke dir für 11. Also über Schubladen denken und über einen Kammscheren ist natürlich immer Käse, steht außer Frage, aber das ist schon so ein Verhalten, was ich jetzt schon einige Male beobachten konnte. Dürfen wir überhaupt nicht weiter diskutieren? Ja, das kennst du, ne? Ja. Aber auch einfach nur so, wenn man denen dann irgendwo begegnet, im Fahrstuhl oder so, die schauen dich so an, so frei nach dem Motto, wer hat den hier reingelassen? Warum kommt der mir jetzt entgegen? Was macht der hier? Was soll das? Muss ich mich damit auch noch rumschlagen? Obwohl du nur Hallo sagst, wenn überhaupt. Bei AMD in Dresden war es viel angenehmer. Was baut ihr denn? Was machen wir heute? Was ist mein Plan? Mein Plan ist non-existent. Ich hab ganz viel auf der Agenda, aber das im Stream als Video aufzunehmen wird schwierig. Und Lust habe ich auch wenig. Aber ich war heute im Binarium. Ja. Und habe ein Gyros gegessen, was die erste Hälfte ganz gut geschmeckt hat. Hauptsache Tzatziki. Sehr stark beschrieben, auf den Punkt gebracht. Ja. Wir sind in der Archäologie. Handwerker sind schlimmer, aber wir bauen dieses Image gerne auf. Handwerker finde ich gar nicht. Handwerker sind immer voll lässig. Ich finde Handwerker eigentlich immer voll lässig. Die haben mit Externen eigentlich immer ein total lässiges Verhältnis. Die sind mit denen, die den Auftrag gegeben haben, sind die ein bisschen mehr, na, was so geht, was so nicht geht und so. Und für Externe total entspannt. Half-Life Originalpackung. Ja, Mann. Zweimal sogar. Zweimal US-Version und einmal Opposing Force. Oha, nur die erste Hälfte. Ich ahne Schlimmes. Was habe ich denn jetzt schon wieder gesagt? Architekt. Was macht die Grafikkarte, die zu heiß wurde? Ist sie jetzt kühler? Meinst du den RAM der 4090 Founders Edition? Da gab es ja auch ein Video, wo ich sie in das System eingebaut habe. Was sagst du zu IT-Helpdesk-Mitarbeitern? Frage für einen Freund. Wenn man sie erreicht, läuft's meistens. Dann fühlen sie sich auch relativ zuständig. Aber sie erstmal zu erreichen, ist die Kunst. Ah, ich weiß noch, wie ich damals immer 25 Minuten in der Asus-Warteschleife hing. Aber trinken macht Spaß. Ah, das geht wenigstens. Der Öchterer, Prime, danke Mann, danke für 3. Übrigens, mein Lenkrad war lose. Also ich habe mich erschrocken, als ich vorgestern oder wann es war, nochmal einen Teststream gemacht habe. Danach, ja, was ist denn los? Da voll Spiel. Das ganze Lenkrad hat Spiel. Aber da hat sich's einfach nur... Das Lenkrad ist ja so eine... Das Lenkrad ist ja quasi wie so ein echtes Lenkrad, wie so ein echtes Sparko. Was ja dann mit diesen 5 Schrauben in der Mitte befestigt ist. Auf dem Kranz, wie auch immer. Und eine dieser 5 Schrauben war lose. Also, da ist ja dann das Modul hinter, wo die Tasten, die Knöpfe dran sind und so. Und da war einfach nur, das war los. Weil ich hatte es ja auch abgeschraubt gehabt, um im Oschers Leben es signieren zu lassen, das Wheel. Und dann war jetzt ein bisschen Spiel anscheinend. Oder? Ein bisschen zu viel Force Feedback gehabt beim Einkaufswagenfahren oder was auch immer. Ja. Prompt war ich gestern auch über eine halbe Sekunde schneller. Ich bin jetzt bei einer 1,30,4 auf Interlagos. Wenn ich sie komplett zusammenkriege, dann schaffen wir vielleicht eine 1,29. Gestern war ich P20 in der Liste. Aber das konstant abzuliefern, das ist Amok. Amokfahrt sondergleichen. Solange dabei keine Kontakte leiden. Ja gut. Der fuhr bei mir rennend Reiter rum. Wo der Beifahrer auf der Wertungsstage das Lenkrad wieder festschraubt. Das ist ganz schön knackig im Job abgehen. 45 Minuten zum Beispiel, das Zimmer eines Tapezieren habe ich geschafft bei einem renommierten Hotel. Uiuiui, ja, da geht's ab. Hallo Sailor. Was geplant? Ja. Ja und nee.
Von der 40, von der 580 auf der 4070 wird ein Sprung sein. Ja, Quantensprung. Mit der Quante. Be Quiet hat nun ein neues High-End-Gehäuse mit 5,25 Zoll Schacht rausgebracht. Da haben sie auf mich gehört. Ich finde das halt geil, wie mit dem Video-Content man so Nadelstiche setzen kann, so. Auf dieses Thema mit CD-Audio bei AM5 und so. Und wie viele Leute dann doch tatsächlich damit unterwegs sind noch und sagen, ja, auf jeden Fall, jederzeit, immer wieder. Die Leute holst du auf jeden Fall alle hervor und dann fangen sie an, Kommentare zu schreiben. Das ist richtig geil. Und da schießen dann auch nur ein, zwei Leute quer so. So die üblichen Verdächtigen, ja. Aber das ist schon geil. Dann habe ich auf Golem jetzt gelesen gehabt, hier diese Fanmade Weltklasse. High Five für den Immelritter! 10! Mario Land 2. Auf Golem habe ich jetzt gelesen von dieser Fanmade Sci-Fi-Serie, Filmserie. Hier, Space Command. Habe ich mir tatsächlich den ersten Film, den kannst du auf YouTube mittlerweile gucken, komplett. Und hat was gehabt, hat was Cooles gehabt. Fand ich sehr spannend. Aber als einer, der sowieso nicht so der Sci-Fi-Mensch ist, der nur ganz wenig Star Trek konsumiert hat, der mal ein bisschen Voyager geguckt hat damals, so mittagspausenmäßig, lief das dann nachmittags auf Sat.1 und was weiß ich nicht was. Und bin da eh nicht so im Thema drin, aber fand das cool. Könntet ihr mal reinschauen. Bei Mr. Sci-Fi auf YouTube kann man die 2 Stunden vom Pilotfilm gucken und fand den ganz, ganz geil gemacht eigentlich. Wenn die Effekte sind basic und manche Sequenzen sind halt nicht so schön choreografiert, wie es vielleicht sein könnte. Aber dafür schauspielerische Leistung und so, ziemlich gut. Ziemlich gut. Was sagst du, dass der Zelda-Film eine Realverfilmung wird? Hui, wo gibt's das? Mr. Sci-Fi auf YouTube. Müsst ihr mal gucken. Da sind ganz viele Darsteller aus Babylon 5, aus irgendwelchen diversen Star Trek-Serien und so weiter. Ganz viele bekannte Gesichter wohl. Also unter anderem auch der Holodoc aus Voyager, glaube ich, ne? Wurde am 7.11. verkündet. Ah, okay. Sony produziert. Sony! Cool. Vielleicht finden sie ja irgendwo eine Nintendo PlayStation in dem Film oder so. Ja. Und das ist halt komplett gekickstartet, das Ding. Und von einem, der halt auch früher schon für die Original-Star Trek-Serie Episoden geschrieben hat. Und auch für Twilight Zone und so weiter. Also schon älteren Herren, und der hat das dann immer gekickstartet, das hat komplett gecrowdfunded. Und dass das natürlich ein bisschen am Budget mangelt, das sieht man schon, aber ich fand als Story und so, fand ich richtig cool. 2 Stunden, da habe ich jetzt nicht das Bedürfnis, wie nach dem letzten Matrix-Film, von wegen, ich möchte meine Zeit gerne wieder haben. Nintendo PlayStation gab es wirklich früher. Ja, ja, das wäre ja das CD-Laufwerk geworden für die PlayZ, ist schon klar. Hast du von der Telekom ein Speedport 1 Plus? Nee, ich habe eine Fritzbox. 7490, glaube ich, heißt die. Ich weiß es nicht ganz genau. Hallo, Sigger! Ja, weiß ich nicht. Zelda-Verfilmung ist schon schwierig, oder? Ist schon ein bisschen viel Inhalt für Zelda. Ist halt nicht so lustig wie Mario. Schwierig, das herauszustellen. Vor allem auch als Realverfilmung. Ich meine, Abenteuerfilme sind natürlich immer cool. Aber, ja. Dass man das Prime-Abo in der App verlängern kann. Ja, es geht nicht, ne? Wahrscheinlich müsste Twitch dann Kohle abdrücken an Apple oder Google.
Mario-Verfilmung aus den 80ern kann keiner toppen. Kommt auch daran an, welches Zelda verfilmt werden soll. Oh ja. Zelda 2. Prinzessin wurde mit einem Fluch belegt und sie schläft für immer und ewig. Sammle die. Wie viele Kristalle musste man sammeln? 6 Kristalle oder so? Ich hab's nie beendet, leider. Ich hab das leider nie beendet. Ich hab das. Ich liebe das. Ich liebe Zelda 2. Adventure of Link. Dann fahr ab auf die Brüder, ja. Müssen sie alle direkt als Trilogie konzipieren, ja. Schalten Sie nächstes Jahr wieder ein, wenn es Zelda heißt. Zelda. Zeit für einen Zelda-Stream. Ja. Ja. Schwere Kost Zelda 2. Ja? Weil es so von der Norm abweicht oder weshalb? Weil es tricky ist. Weil es schwierig ist. Max Payne, dafür habe ich nicht gesehen. Zelda, Zeldan, Zeldan, Zeldort. Ja, aber ich liebe das Gameplay. Ich finde das mega geil. Die Kämpfe gegen die Ritter und so finde ich super gut. Switch 2. Ja. Bessere Controller wären gut. Wobei, ich glaube, der hier soll sogar auf der Switch funktionieren, wenn ich das richtig im Kopf habe. 8-Bit-Do, den habe ich mir jetzt mal geholt hier. So ein Super Nintendo PlayStation Combo-Derivat. Guck mal, der hat sogar hier Buttons. Ich noch nicht drin gehabt, aber der ist wohl auch Switch-kompatibel. Damit könnte Super Mario Wonders mehr Bock machen. Mit hier D-Pad und Tango. Das mache ich mal ausprobieren mit Mega Man. Das ist Windows 95 SNES, NES-Grau, ja. Die ist Bordeaux-Rot. Ist bei der Fritzbox bleiben und ein Modem zum Umwandeln von Glasfaser nehmen oder ist das Speedport von der Telekom gut? Gute Frage. Ich habe kein Glasfaser. Versuch macht klug, ne? Alle Controller funktionieren mit der Bluetooth-Schnittstelle. Aber wie Fernbedienung kannst du doch nicht verbinden, oder? He-Man-Film? Gab's doch damals auch schon, oder? Ja, stimmt, wird nochmal verfilmt, sollte nochmal verfilmt werden, ja. Keine Ahnung, also seitdem ich Fritzbox fahre, war es sehr stressfrei. Ich glaube, ich würde Fritzbox bevorzugen. Also, das heißt natürlich nicht, dass man nicht mal einen Absturz hatte oder sowas, aber. Ja. Toni, 7070. Wupp, wupp. Danke für Prime Sub. Kein Privathaushalt braucht Glasfaser. Das stimmt, es ist ja auch ein Gewerbehaushalt hier. Ich vergaß. Weil ich würde mir schon gerne mehr Upload wünschen. Um stressfrei die Bastelnacht einfach direkt auf YouTube auch zu streamen. Hätte ich nichts gegen. Würde mir ein bisschen Stress ersparen. Stuggi! 43! Weltklasse! Irgendwie verpasst, das wird damit gebastelt. Und nichts weiter. Ich habe jetzt 40 Mbit. Aber ich habe ja mal testweise, wie viel habe ich damit voll gemacht? Nahe der 30 oder so. Das ging nicht. Das hat nicht funktioniert. Keine Chance. Ja, Down brauchst du als Streamer auch nicht. Also, Down brauche ich als Streamer auch nur 50 oder so, für die reichen. Upload, wir brauchen Upload. Wir brauchen Upload. Kann ja die Mega Man Legacy Collection laden oder so.
gucken, ob das Ding hier funktioniert. Das Dingo. Genau, Eier. Wir brauchen Eier. Oh ja. Es leuchtet schon. Es war einfach. Hat sogar kurz vibriert. Da ist sogar Vibrationsmotor drin. Neuer Treiber verfügbar, sagt er schon wieder. What else? Steck da einfach die Leitung um, ja. Fahren jetzt Race Room mit Gamepad. Mega Man! Oder das Sega Genesis. Sega! Klar bist du mit 50 mit Down gestraft bei den heutigen Spielegrößen. Das steht ja außer Frage. Craigie, wenn ich dir meinen PC schicke, baust du mir den Wasser um mit Hardtubes aber? Nein. Für kein Geld der Welt. Wir haben Speedboard und jetzt gerade Glasfaser gelegt gekriegt, aber mit unserem Speedboard, obwohl recht neu, braucht man dazu noch ein separates Glasfasermodem, das ist heute angekommen. Hab mich aber noch nicht an die Einrichtung rangetraut. Never touch a running system. Brauchst du mir einen Hardtube schicke? Ich schick dir mein Rohr, oder was? Oh Gott, warum ist A, B? Okay, Beschriftung passt schon mal nicht. Start! Oh, die Mucke ist so geil. Hey, Timeliner. Wo war denn Overhead? Ich habe doch gerade Overhead gelesen, oder bin ich dumm? Dusel! Schmädet. It's me, Paddy und Sir Hucky. Was geht ab? Für welches Gehäuse würdest du dich entscheiden? Shadowbase 800 oder Mesh Fi 2? Die sind beide geil. Was dir optisch besser gefällt. Kopf-tisch. Wenn man Alt-Tabben muss man Audio-Device umstellen. Hallo? Ach, es ist so unbeständig. Ich hab doch gewechselt. Aber ich anscheinend nicht. Ah, jetzt ja, ein Pinsel. Okay.
Come on! WTF! Nein! Ah, das ist, es krankt immer am Steuerkreuz, gell? Es ist immer das Steuerkreuz. Sowas vermeintlich Simples ist immer schwierig. Hooray! Ba ba da ba 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 ba. Ja, wisst ihr, nach dem Metal Gear Solid gezocke und dem Quälen mit dem Xbox Gamepad, dachte ich mir, du brauchst ein Gamepad mit einem gescheiten Steuerkreuz mal am Rechner. Beiß ich mir schon selber auf die Zunge, ey. Leck mich in der Tasche. Bossfight time. Nein, siehst du, da wollte ich nicht rutschen. Ah, D-Pad, ey. Dead. Das Problem ist, wenn du in die Richtung drückst und nach unten, dann rutschst du. Das von der PlayStation 1 ist auch sehr, sehr gut, ja. Da, schon wieder. Leck mich doch. Ich hab doch gedrückt, ja. Wir haben Snake Man besiegt. Das ist schon nicht schlecht, aber schade. Search Snake. Die Mega Man Collection auf Steam.
Oh, Mega Man ist geil, ey. Okay, wo muss ich drücken? Hier? Select-Knopf. Nur halt hier ist B ist A, ne? Das ist halt... Hier ist Super Nintendo Layout, B, A, Y, X, aber hier ist halt Ingame, ist halt Xbox Layout. USB-Teil, wo man Konsolen anschließen kann, ja. Die beiden sind eh die besten hier. 2 und 3! Warum hast du das in deiner Library? Ja, woran hat es gelegen? Genesis Collection, ja. Genesis does. What Nintendo don't. Ja, und jetzt spielen wir Race Room mit Gamepad. So. Gran Turismo-Style machen. Nach vorne Gas und nach hinten bremsen. Meine Sub 60 Minuten und dann sind Mega Man 2 sind schon ein paar Jährchen näher wieder. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Gerät ohne Profil gebunden. Beginne mit der Auswahl. Steuerung. Nach links lenken. Nach rechts lenken. Da sieht man dann halt auch ganz gut, wie die Dead Zone ist. Beschleunigen, bremsen. Jetzt müssen wir noch hochschalten und runterschalten. Hochschalten. Machen wir das mit denen? Ja. Okay. Sonst noch was? Wir brauchen Force Feedback. Wir brauchen die Zündung. Y. Anlassen. A. Was fahren wir? Mazda. Hochschalten, dreifach Salto vorwärts. Ist auf jeden Fall ausreichend Kabel bei dem Ding dabei. Den Einkauf sagen. Ja, bitte noch etwas Leichteres. Ich wünschte, ich hätte den Stick hier und nicht da. Da ist mein Daumen einfach nicht kompatibel mit. Haben wir Autoschaltung an, ne? Wir haben die ganzen Fahrhilfen an. Moment. Get real! Guten Abend, Jack Wheeler. Hau rein. Geil, es vibriert sogar. Es rumbelt sogar. Leck mir im Arsch.
Auf geht's. Ah, ich habe auf den Chat geguckt. Ich glaube, mein Auto ist kaputt. Ja, ich habe leider aufs Handy geguckt. Oh, jemine, das war nicht so gut. Wo ist denn der Rehhut? Ja, komplett zerstört, ey. So, Controller haben wir da. Ja, 8-Bit Do. Pro 2 nennt er sich, glaube ich. Nur Prager wird man damit nicht fahren können, oder? Hm. Let's find out. Einmal Ölkontrolle, ja. Einmal kaputt gemacht. Zitat Karsrei. Mauer gerammt. Wir müssen hier ein bisschen mehr Sichtfeld. Sitzposition. Sitz. Sitz nach oben. Sitz nach unten. Sitz nach vorn. Ach Scheiße, Sitz nach hinten. So. Keine Ahnung, ob ich die einstellen kann. Jo. Gerade ausfahren geht schon mal. Ach ja, kein ABS, keine TC. Aber gut, wenn du Wheelslip hast, merkst du es, dann vibriert er. Also wenn du Grip verlierst, dann vibriert er. Da hat er gebissen. Jetzt geht's ab. Guten Abend, Jarifari. Es war ein Gang zu niedrig. Senna ist überlegt, ja. Dann geht's um die Strecke auch gut, ja. Hat er sich so gedacht. Aber es ist ganz spannend. Das ist ganz spannend, muss man sagen. Force Feedback, ja. Gamepad-Vibration, ja. Kannst du ja an- und ausmachen, ne? Force Feedback-Anzeige.
Kann man das dann auch stärker einstellen fürs Gamepad? Das wäre witzig. Motorvibration, Schalteffekte. Lenkempfindlichkeit. Aha. Ach, guck mal. Sie macht das einen Unterschied? Ja. So, und dann gehen wir in die Garage. Dann machen wir ein bisschen, entschärfen wir ein bisschen die Motorbremse. Schon schwierig mit Gamepad. Kannst die Übersetzung nicht ändern. Hey Schrika. Oh, Rollover. Oh, guck mal, hörst du da, die kommen schon holen. Das ist Race from Racing Experience. Aber Auto ist noch ganz. Rollover Beethoven. Schöner Drift, ja, hier geblieben. Wenn er nicht mehr will. Scheiße, ich versuche mal hier zu bremsen, aber das ist ja Quatsch. Ich könnte natürlich auch mit den Schulterknöpfen versuchen, Gas zu geben, gell? So ein bisschen klassischer. Also moderner, sagen wir es mal so. Das ist aber ganz kurzer Weg, ganz dünnes Eis. Deine Maike, hau rein. Bremsen.
Wir schalten rechts hoch und links runter. Thrustmaster Lenkrad für Einsteiger. Weiß ich, ein T248 vielleicht. Oder halt ein gebrauchtes T300 oder so. Aber ist auch nicht billig. Ach, jetzt lenke ich ja auch mit dem. Das ist natürlich dumm zum Runterschalten eigentlich, ne? Dass ich eigentlich alles mit dem rechten Stick machen. Das ist ja Quatsch. Mit dem rechten Stick dann lenken und runterschalten gleichzeitig ist ein bisschen kacke. So. Oder? Hier unten. Ich könnte hier unten schalten. Ich habe da noch zwei Knöpfe im Griffbereich, im Muldenbereich. Warte mal. Auch den kann ich nicht belegen. P1. Was auch immer das für Knöpfe sind. Schade. T150, ja. Aber T248 war auch mal bei 250 Euro lange Zeit und da sind halt ganz gute Pedale mit dabei. Ist halt für neu dann eigentlich ganz cool. Das geht doch gut hier. Bitte Treiber aktivieren. Schlicker, vielen lieben Dank. Jetzt schaffen wir noch eine gültige Runde, oder? Scheiße! Ich hab mich vertan mit Bremse und Gas. Ah! Okay, ich starte nochmal aus der Box. Ich hab vergessen, dass ich mit dem... Ach, scheiße. Kacke, Mann. Thank you.
Ich hab schon wieder vergessen! Wenn jemand neu reinkommt auf den Kanal, fragen wir, was das gerade für ein Spiel ist. Mann, ey, muss doch nur eine Runde schaffen, oder? Kann aber echt nicht sein. Einfach rollen lassen in den Kurven. Na klar. Geile Grafik für Super Nintendo, ja. Ja! Nur 4 Sekunden langsamer. Ah!
Diese Runde ungültig. Schmutzige Reifen. Ja, wenn du mit Gamepad fährst, dann musst du halt viel mehr noch auf die optischen Eindrücke achten. Also ich kann's nachvollziehen, warum sowas wie ein Prager mit dem Gamepad halt nicht so geil zu fahren ist. Bitte, Stucki. Oder ein Formelauto. Erinnert an Trackmania, an das Neue, ne? Oder an das davor oder so, ne? Buff. Aber generell kein schlechtes Gamepad, also. Ich glaube, ich habe einen Bremsplatten. Vorne rechts brennt.
Ja, ich kann auch den Bremsdruck verstellen und so, ja. Mit dem offenen Differential hinten, wenn er weg ist, ist er weg. Wenn er weg ist, ist er weg. 8-Bit Duo Pro 2. 8-Bit Duo Pro 2 Wired Gamepad. Klar steht das auf 100%. Glas, Standard. So fahre ich auch. Den Prager fahre ich auch so. Also ich am Rig natürlich. Wir sagen so Bremsdruck 95%. Eine Frage: Kann man das Carbonaut Pad für CPU und GPU nutzen für eine Wasserkühlung? Puh. Also ich würde auf GPUs immer Wärmeleitpaste bevorzugen. Motorhaube. Ja, man muss doch die Paste nicht jedes Jahr neu machen. Dann nimm halt keine Kryonaut als Paste, sondern etwas, das langlebiger ist. Paste muss man erst neu machen, wenn die Temperaturen nicht mehr stimmen. Da fährt der Geist weg. Der Cockpit-Geist. Ja, das mit dem Brett, mit den Lenkeingaben, ist das zu krass.
Wir sind vor dem Geist. Juhu. Und off track. Moin, Plake. Das kommt immer darauf an, wie viel Temperatur da reingeht, ne? Bei Wasserkühlung ist das eh dann wieder relativ, naja. Wenn jetzt einmal das Heck weg ist, kannst du vergessen. Das ist AGA-Grafik. Wenn einmal das Heck weg ist, dann kannst du es vergessen. Ich habe auch noch ein anderes von 8-Bit-Do geholt für PC und Android mit einer hippen Farbe. Für 20 Euro. Wollen wir probieren das auch nochmal aus. Hey Viper, danke dir. Müssen wir hier die USB-Ports in der Front testen. Ist ja mal klar. Fliederfarben, ja. Ja, ich wollte es eigentlich in so einem türkisgrün haben. Das war nicht lieferbar. Und dann habe ich gesagt, Farbe ist mir Kappes. Ich nehme auch gerne eine andere. Okay, funktioniert nicht. Wie war das? Man muss das X gedrückt halten, wenn man es ansteckt oder so. Ah, wir müssen den auswählen. Oder auch nicht. Jetzt haben wir schon drei Wireless-Controller. Warte mal, wir nehmen mal den zweiten. Ha. Jetzt haben wir schon vier. Treiberladen muss ich eigentlich nicht. Muss nur irgendwie X gedrückt halten oder so, wenn man ansteckt. Oder B? War es B? Aha. Oh Gott, das kommt aber langsam.
Trigger mit Turboloch, ja. Das kann aber auch an der Empfindlichkeit liegen, ne? Dass wir da eine andere Empfindlichkeit brauchen. Warte mal, gucken hier. Tempoabhängiges Lenken, 100%. Warum ist das so langsam? Das ist ein interessanter Trigger, oder? Spannend. Sharping Edition. Oh, langsam. Hey, Beefy. Welcher Controller ist das? 8-Bit Duo Ultimate C-Wired Controller. Das ultimative C. Ist doch direkt da. Ist direkt Vollgas. Was war denn das gerade in dem Menü? Hey, Bifi, danke. Was war denn das gerade in dem Menü für eine Verarsche? Oh, das ist ja unmöglich. Der geht ja immer auf 100 durch. Ist der digital? Der Schulterknopf ist digital. Der ist nicht analog. Der geht immer auf 100. Das ist ja kacke. Bist du nicht analog oder was? Da oben macht beim Test. Oh, ihr seht das gar nicht, weil mein schönes Gamepad. Da, guck. Guck mal, was der hier macht. Analogbereich. Aha. Analogbereich 1. 2, 3. Ich kann auch hier nicht mittendrin halten oder so. Es geht nicht. 1000%! Am wenigsten ist der Lenkungsstick analog. Servus, Hermann. Ja, das ist immer dezent kacke. Ein Modus, der das verändert. I don't know.
gibt ein Firmware-Update-Tool. Steck mal den anderen ab. Ah, guck mal, wir haben nur 1.04. Update Firmware. Update von 1.04 auf 1.07, na klar. Prepare to update. Erstmal updaten. Willi Schmidt, moin, dankeschön. Update complete. Very nice. Gibt's noch ein Update für den anderen? ProWired 1.03. Update von 1.03 auf 1.03? Nee. Und es gibt die Ultimate Software. Ultimate. Ultimate Software. Danke, Icy. Die Maus von 8-Bit. Ach, die im NES-Look oder was? Kein Changelog. Wenn wir was geändert haben, dann, dass wir nichts geändert haben. Fatal Error. Okay, das ist gut. The program is running, but where? That is running. Connect 8-bit device to PC via USB. I did. Muss ich den B-Knopf gedrückt halten oder was? Oder war es der X-Knopf? Anstecken, den erkennt er bestimmt. Nope. Als Admin starten. Den anderen hat er jetzt erkannt, oder was? Windows. Ja, den hat er jetzt erkannt. Cool, da siehst du, was die Sticks machen. Nice. Das ist schon geil. Uah!
Nee. Ich habe da die Anleitung hier liegen. Jetzt stand da doch drin, dass man da irgendeinen Knopf drücken, X-Input. Connect the controller to your Windows device. Ah ne, das ist der andere. Hold X-Button while connecting. Also man soll X-Knopf gedrückt halten, wenn man dann einsteckt. Sie versucht den Computer ein- und auszuschalten. Not yet. Wo ist das denn? Controller? Oh, gibt's es nicht hier? Das sind Knöpfe. Diese analogen Schulterknöpfe sind Knöpfe. Sind einfach Tasten. Da sieht man es doch. Aber gut, für ein 20 tun halt so, als wären sie analog, sind es aber nicht. Ja, mein Gott. So eine Mega Man-Test nochmal machen hier. Budubum. Ich weiß gar nicht, was der andere gekostet hat, der Pro 2. Keine Ahnung. Vierzig sogar. Aber geht. Dafür, dass der... Das ist schon okay. Das ist schon... Das ist in Ordnung. Software passt und so. Ja gut, aber wenn ich PC neu starte, warum sollen die... Die Schulterknöpfe auf einmal analog sein, also. Frage, brauchst du noch Retro, machst du noch Retro-Hardware? Prinzipiell schon, ja. Vögelchen fliegen! Das ist die Mega Man Legacy Collection, ja. Auf Steam. Ist schon okay, die Umsetzung. Sind halt die NTSC-Fassungen, ne? Doch, doch, sind ganz nett. Kannst hier dir einen fancy Rahmen anzeigen lassen.
Ich Idiot! Nonlinear Digital Trigger, ja. Yeah. Okay, der habe ich jetzt gerade auch nicht gesehen auf der Seite. Prada, nee, ich war Prager, du Idiot. Achso, das funktioniert nicht. Ich habe YouTube Premium. D-Pad ist auf jeden Fall besser als bei der Xbox. Ich meine, das ist nicht schwer. Oh! Warum läuft das Video nicht weiter? So. I love it! I love it! You can disable the dead zones of joysticks depending on your own needs. Press and hold plus minus buttons on controls for 5 seconds to activate no dead zone mode on joysticks. The controller will vibrate twice. Please note that the joysticks may drift in game if you activate this mode, but they will perform with high accuracy at the same time. Repeat the same procedure on controller to deactivate no dead zone mode after joystick control will. Vibrate once. Plus and minus.
Ah, okay, man kann No Dead Zone Modus aktivieren. Das ist natürlich ganz geil fürs Lenken. Cool. Wieder was gelernt. Ja, ich bin halt hier noch nicht angemeldet. Das ist halt der Rechner hier. Was erwartet ihr? Ich habe noch nicht mal einen Kaffee getrunken heute. Denkt ihr immer, ah ja, wir haben einen neuen Rechner gebaut. Wir haben den 20. Rechner gebaut. Ich habe ein Postfach, Sebastian. Schau mal auf den Ravioli Roots Kanal. Da steht es in jeder Videobeschreibung drin. Ja, wir haben den 20. Rechner gebaut. Naja, erstmal alle E-Mail-Postfächer einrichten. Überall bei YouTube anmelden. Premiere und Office installieren. Trinken. Erste, was man macht. So, Pott gestürzt. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal Prager fahren, ohne Dead Zones bei einem anderen Controller. Ich meine, die Stick-Dead Zones sind ja nett, aber Schulterknöpfe müssen ja halt funktionieren. Das tun sie ja bei dem nicht. Die sind ja leider nur digital. Aber gut. Für das Geld, wie gesagt, das... Gut, bei FIFA braucht man wahrscheinlich auch analoge Trigger, ne? Sonst könnte ich es meinem Sohn dahin... Der ist immer mit den Akkus. Papa, Akkus leer. Aber bei dem geht's nicht. Bei dem gibt's keinen No-Dead-Zone-Modus. Aber da funktioniert ja die Ultimate-Software. Ist okay. Aber ich wollte es mal gezeigt haben, die Dinger hier. Für Pakete. Ja. Korrekt. Ist doch für Pakete. Die Dead Zone mit den Schultertasten zusammen. Ja, aber die waren, nee, weil du hast ja die in dem Game Controller unter Windows ja schon gesehen, dass die. Guck mal, der hat doch gar keine Dead Zone hier. Jetzt hätte er eine. Der hat ja gar keine Dead Zone. Ach, hier kann man Disable Dead Zone machen. Da kann man Dead Zone ausschalten. Man kann D-Pad und linken Stick swappen. Nice. Und die Sticks kann man auch swappen. Aber ist ja für Pakete. Ich will aber auch so bunte Knöpfe. Ich möchte nicht so lila Dinger haben. Klick, klack. Wupp, wupp. Hey, Max Artcore, grüß dich. Di-di-di-di-di-di-di-di-di. Siehst keins. In der Videobeschreibung. Auf dem Ravioli Roots. Roots! Da Roots ist on fire. So, welches Steuerprofil hat man denn hier? Gar keins. Wir müssen es wieder neu machen. Nein!
Mach mal eine Steuererklärung. Was? So, man muss es erst sinken. Ah, man kann Profile hinterlegen. Wow. Ach so. Ja gut, hier gibt's keine Dead Zone für die Dinger. Das ist ja alles das andere Pad. Das war ja bisher auch analog. Nur das fliederfarbene Pad war nicht analog. Mit dem konnte ich ja vorher schon nur so Semi-Gas geben. Sieh hier, kann ich die Bremse da halten. Das Gas da halten. Weil es digital ist, genau. Sieht man, da sieht man ja alleine im Windows. Analog, ja. Hier ist das Leaderboard. Wir sind auf Platz 21. 1,30,4. Spitze fährt eine Sekunde schneller. Beklopste. Sebastian, hast du jetzt gefunden? Analog, Digi halt! Nur E-Mail. Wenn du auch ein Video aufrufst auf dem Ravioli Roots Kanal, in der Videobeschreibung. So geht das los. Die spielen da irgendwelche Musik. Ist voll lustig. Wupp, wupp. Ja, jetzt haben wir einen leichten Drift, das merkst du auch. Runde ungültig. Auto brennt. Okay, es macht sich wirklich besser, aber witzig ist. Schön, dass wir drüber gesprochen haben.
Okay, was war das? Ja, ein bisschen rumgefummelt hier mit Pets. Paul Pets. Schade, dass bei dem das Steuerkreuz nicht auch so geil ist, wie es aussieht. Ich weiß nicht immer, was daran so schwierig ist. Dass man beim Links-Rechts-Drücken nicht gleichzeitig hoch und runter schon triggert. Ja, ne? Viele Erfahrungen gesammelt, finde ich auch. Finde ich auch. Puck mich, du das Dick gerade. Aber jetzt weiß ich auch, warum ich mit dem hier bei Dirt 3 immer sofort blockierende Bremsen hatte. Das erklärt einiges. Das habe ich jetzt verstanden. Wir haben schon 1 Uhr. Hör doch auf. Wie kam das denn weg? Ja. Okay, ich glaube, ich mache jetzt mal gleich eine kleine Aufnahme, die ich dann in Kombination mit anderen Aufnahmen als Video verwurste. Von da an sage ich hier einfach mal Tschüss YouTube, bis dahin. Das ist so eine, ich weiß, was es für eine Bastelnacht ist. Eine Nichts-zu-Bastelnacht, aber ich bin da, ihr seid da. Wenn wir trotzdem ein bisschen Spaß zusammen haben, dann ist das halt so. Aber ja. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.